Ja, hallo liebe Follower. Heute mal was in eigener Sache. Ich irre hier gerade durch die Kolwitz-Letzlinger Heide, aber das ist eigentlich was nebensächlich. Viele, die von euch bei YouTube drin sind, schon über viele Jahre, haben vielleicht mitbekommen, dass die Nutzungsbedingungen zum 20. Februar 2018 geändert werden. Betrifft jetzt hauptsächlich das Monetarisierungsprogramm. Also alle, die praktisch bei YouTube Werbung schalten dürfen und dann so ein paar Euro im Monat dazu verdienen. Das haben viele, viele Millionen gemacht. Ich bin ja jetzt seit 11 Jahren bei YouTube drin. Bei mir läuft das jetzt seit 8 Jahren, glaube ich, das Monetarisierungsprogramm. Und jetzt gibt es neue Nutzungsbedingungen. Man muss mindestens 1000 Follower haben und 4000 Stunden Wiedergabezeit im Jahr. Ja, also die 4000 Stunden Wiedergabezeit im Jahr schaffe ich locker. Da bin ich um einige tausend drüber. Aber ich habe leider nur zurzeit 640 Follower. Ja, die habe ich in 11 Jahren gesammelt. 640 Leute, die meinen Kanal abonniert haben. Ist ja schon mal nicht schlecht. Aber man braucht halt 1000, um in dem Monetarisierungsprogramm drin zu bleiben. Und das ist ja dann auch immer ein gewisser Anreiz, neue Videos zu produzieren. Ich habe ja über die Altmark, über den Harz, Astronomie, viele andere Sachen, könnt ihr in meiner Playlist sehen, Videos gedreht. Die Qualität ist vielleicht nicht ganz so toll, weil meine HD-Kamera nicht gerade die teuerste ist. Aber ab und zu kriegt man dann ja mal positive Resonanz. Und seit ein paar Tagen habe ich ja auch eine HD-Webcam zu laufen. Da sind auch ab und zu mal Besucher drauf. Ja, kleine Frage. Wäre schön, falls ihr irgendwie Bekannte habt, die auch bei YouTube sind, einen eigenen Kanal haben, wenn die mich einfach mal anklicken. Ich meine, ist jetzt keine Bitte, aber dadurch wird halt auch mal die Qualität meines Kanals in den kommenden Jahren besser. Weil wenn die mich jetzt aus dem Monetarisierungsprogramm rausschmeißen am 20. Februar, was mit großer Wahrscheinlichkeit passieren wird, weil bis dahin werde ich sicherlich nicht auf 1000 Follower kommen. Ja, dann brauche ich so mindestens 3 bis 4 Jahre, wenn die Zuwachszahl meiner Follower so weiter steigt, habe ich mal so überschlagen, 3 bis 4 Jahre dauert es noch, dann komme ich auf 1000 Leute, die meinen Kanal abonniert haben. Naja, ist vielleicht auch ein Anreiz, ich weiß es nicht. Also, falls jemand noch nicht auf Abonnieren geklickt hat und findet meine hunderte von Harz-Videos und Altmark-Videos gut, dann klickt einfach mal rauf, kostet nichts. Und dann kriegt auch immer eine Nachricht, wenn ich wieder was hochgeladen habe. Ich werde mich bemühen, den Content ein bisschen zu verbessern und in der kommenden Zeit halt noch mehr hochzuladen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht hat da jemand zugehört. So, jetzt muss ich erstmal nach Burgstall zurückfinden.